Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitmenschen, ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier seid und nicht an irgendeinem anderen Ort. Mein Name ist Burkhard vom Hof. Ich stelle mich gleich noch etwas näher vor und möchte aber als erstes gerne den Jürgen Schäfer auch vorstellen und mich bedanken. Er wird mich heute musikalisch begleiten. Jürgen Schäfer aus Hasloch, er ist sehr kreativ, nicht nur visuell und literarisch, sondern eben auch an der Gitarre, und ich freue mich wirklich, dass er dabei ist. Vielen Dank. Ja, eine Lesung. Wir haben Fachkräftemangel, ihr wisst es. Von daher gibt es heute im klassischen Sinne keine Moderation, aber wir moderieren uns selber und ich denke, wir schaffen das. Ne? Ich hatte zwei große Themen ausgewählt, von denen ich etwas erzählen wollte, worüber ich etwas lesen wollte aus meinem Buch. Es sind natürlich noch eine Menge mehr Themen darin und deswegen möchte ich euch auch das Buch noch ganz kurz vorstellen, bevor es mit den Textabschnitten losgeht. Aber ich habe versprochen, erst noch ein bisschen zu mir. Ich nehme das vom knappen Text, ich denke, da ist es ganz prägnant. Also, der Autor Burkhard vom Hof, M.A., geborener Tom, 1957, geboren, Erzieher, Sozialarbeiter und Erziehungswissenschaftler, Aktivist, Literat, ehrenamtlich aktiv, Ex-Fallmanager im Jobcenter, lebt in Ludwigshafen am Rhein, eine Stadt, die als arm, verschuldet und nicht gerade sexy gilt, obwohl noch dort der Hauptsitz des größten Chemiekonzerns der Welt angesiedelt ist, die BASF. Also so viel in aller Kürze zu mir. Und was kommt in dem Buch alles vor, außer den Themen, die ich gleich ansprechen werde? Da lese ich auch mal hier ab. Das Buch heißt, wie gesagt, Am Ende? Fragezeichen, die Saat der Niederlagen. Und dann steht da drauf, es wäre ein autobiografischer Roman. Sagen wir mal so, er ist sehr autobiografisch. Ich habe einige Namen leicht verändert, dass man sie halt nicht so wiedererkennt. Zum Beispiel eine Frau Ruckstein, ne, die Frau Ruckstein wird niemand kennen. Also solche Dinge habe ich gemacht. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Autobiografie. Was kommt vor? Das Buch. Spätestens als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Die Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit bleibt aber nicht der einzige Stolperstein für ihn. Als kleiner Bruder der 68er-Generation führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Die Erkenntnis, dass er dort Menschen nicht wirklich beraten und helfen, sondern diese kontrollieren und strafen soll, ruft nach nur wenigen Jahren ein erfolgreiches Mobbing durch seine Vorgesetzten hervor.
Schließlich stehen noch eine Krebserkrankung und zuvor das Ende seiner Ehe auf dem Programm. Letzteres aber nicht aus den üblichen Gründen, wie ihm klar wird. Sein Arbeitgeber zwingt ihn letztendlich in die Rolle des faulsten Sozialarbeiter Deutschlands. Und noch weitere Kämpfe ganz anderer Art schließen sich dem an. Aber ist er deswegen wirklich am Ende? Oder wie die Saat der Niederlagen aufgehen und Früchte tragen? Soviel zum Buch insgesamt. Zwei Themen werden wir, wie gesagt, jetzt gleich vertiefen. Nach etwas Musik. Es ist schon angeklungen, ich hatte eine Krebsoperation im Halsbereich. Nicht die rechte Stimmbänder, aber nicht weit davon entfernt. Wer mich nicht deutlich genug versteht, ich habe auch alle Texte ausgedruckt und hier ausgelegt. Wenn es zu wenig sind oder ihr vergesst es mitzunehmen, man kann die jederzeit von mir anfordern und dann nochmal nachlesen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf Jürgen Schäfer aus Hasloch mit seinem ersten Beitrag. Vielen Dank, Jürgen Schäfer, vielen Dank für dieses sehr schöne Stück. Wir kommen jetzt also zum ersten Abschnitt, bevor ich dann später noch etwas dazu lese, warum ich denn nun der faulste Sozialarbeiter Deutschlands bin. Da lese ich vorher also noch aus dem Anfang des Buches, und das habe ich angekündigt in den offiziellen Flyern etwas reißerisch, da habe ich nicht geschrieben: Am Anfang werden brandheiße Action, Drama und Drogen versprochen, also literarisch gesehen. Das ist auch richtig, denke ich. Nur im Grunde genommen geht es natürlich um eine recht ernste Sache, um eine meiner Niederlagen, wenn man so will. Das Buch heißt ja Die Saat der Niederlagen. Und das Oberkapitel heißt Tiefpunkt Sucht. Und der erste Abschnitt heißt Krise. Thomas Bloch war am Ende. Im Dezember würde er 30 Jahre alt werden. Wenn er es denn erleben würde. Jetzt aber stand er vor seinem brennenden Auto. Offiziell gehörte es von seinem Vater, war ihm aber schon seit Jahren zur alleinigen Nutzung überlassen worden. In Brand gesetzt worden war es soeben von ihm selbst. Das Interessante daran war der Grund, warum er das getan hatte. Es gab keinen. Die Erkenntnis, dass an seinem Handeln der letzten 10 Minuten so einiges ganz und gar nicht in Ordnung war, drang aber nur langsam in sein Gehirn vor. Ursächlich dafür war das auch als Schlafmittel eingesetzte Neuroleptikum, das er zur Nacht eingenommen hatte, sowie etliche Mini-Fläschchen Schnaps, die er tagsüber gegen seinen leichten Zahnschmerz eingesetzt hatte. Ein befreundetes Paar
hatte ihn mit sanfter Gewalt genötigt, in deren Fernsehzimmer zu übernachten. Sie meinten, nach dieser Art Zahnbehandlung solle er eindeutig nicht mehr Auto fahren. Beide waren dann zu Bett gegangen. Zum Glück handelte es sich um ein ländlich gelegenes Anwesen. Direkte Nachbarn gab es nicht. Er hatte nicht mit dieser Entscheidung seiner Bekannten gehadert. Sie war nachvollziehbar. Zwar gab es nicht mehr viel zu trinken, doch seine besondere Schlafpille hatte er auf einem Löffel zerfallen lassen und dann geschluckt. Auch das Fernsehprogramm hatte etwas aus dem von ihm bevorzugten Science-Fiction-Genre zu bieten. Das Ende einer Odyssee, Galactica 3. Die Zylonen griffen die lange gesuchte Erde an, Strahlengeschütze feuerten auf Gebäude und Autos, die explodierten oder in Flammen aufgingen. Seine Sinne hatten sich immer mehr eingetrübt. Aber seltsamerweise wurde er nicht wirklich müde, eher ein wenig unternehmungslustig. Eine noch halbwegs klare Erinnerung war dann die, dass er in sich hineinkicherte, weil ihm ein Buchtitel von Heinrich Böll eingefallen war. Das Ende einer Dienstfahrt. Auch an das Hauptmotiv der Handlung hatte er sich erinnert. Am Ende seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr erhält ein Soldat den Befehl, durch ziellose Phasen mit einem Geländewagen den für die routinemäßige Inspektion erforderlichen Kilometerstand zu erzeugen. Er fährt aber stattdessen nach Hause. Gemeinsam präparieren Vater und Sohn den Wagen und verbrennen ihn unter Absingen von Litaneien auf offener Straße, die anfänglich als politisch motiviert eingestufte Straftat, wird aber im Verlauf der späteren Gerichtsverhandlung und nach der Anhörung des Kunstprofessors Büren als eine Form der Antikunst, als Happening, neu bewertet und nur milde bestraft. Was danach geschah, erlebte Thomas wie in einer Art Traum. Er beobachtete quasi sich selbst und auch dies mit einem nur relativ mildem Interesse. Sein traumwandlerisches Ich realisierte durchaus, dass der Weg durch die Küche zur Haustür, die vermutlich auch abgeschlossen war, zu auffällig war. Die beiden im Schlafzimmer würden ihn hören, ihn bemerken. Das Öffnen des Fensters in seinem Zimmer aber nicht. Das tat er und hangelte sich hinab in den Garten. Obwohl im Erdgeschoss war der Abstand zum Boden etwas höher als gedacht. Doch auch das gelang. In einer sehr versteckten Ecke seines Bewusstseins fragte sich sein beobachtendes Bewusstsein, mittlerweile mit einer halb hochgezogenen Augenbraue, was der Kerl eigentlich vorhatte. Döste dann aber weiter.
Nun hatte er erstaunlich zielgerichtet gehandelt. Der Autoschlüssel war noch in seiner Hosentasche. Er öffnete den Wagen und sortierte einige der Dinge, die er in ihm fand, aus, deponierte diese einige Meter entfernt auf dem Erdboden und etliche Zeit später würde er lange darüber nachgrübeln, nach welchen Kriterien dies geschehen war, nach welchen Prioritäten, allerdings vergeblich. Nun öffnete er den Tankdeckel, nahm einen langen Schal, der im Wagen lag, heraus und drehte diesen ein deutliches Stück in den Tank hinein. Er ließ ihn sich voll saugen, zog ihn wieder heraus und warf den Schal dann in das Wageninnere. Den Tank ließ er geöffnet. Streichhölzer fand er in einer seiner Hosentaschen. Er riss eines der Hölzchen an, wartete einen kurzen Moment und warf es dann ohne zu zögern durch die geöffnete Wagentür ins Innere. Der Erfolg trat sofort ein. Der stark benzingetränkte Schal fing augenblicklich Feuer und lohnerte beeindruckend auf, die Flammen griffen schnell aus das sonstige Wageninnere über. Einige Sekunden starrte er nun in mittlerem Abstand auf den brennenden Wagen. Versonnen, ruhig und fasziniert. Dann machte es metaphorisch gesprochen laut und vernehmlich Klick in seinem Kopf. Die handelnde Persönlichkeit der letzten 15 Minuten hatte sich abgemeldet, war weg. Warum? Weil sie sich nun doch erschrocken hatte? Oder eher, weil jetzt alles, was zu tun war, bestens erledigt war? Er wusste es nicht, er wusste nur, dass er sich nun erschrak. Hastig lief er zur Eingangstür des Hauses, die Klingel funktionierte nicht und so trommelte er mit den Fäusten dagegen und schrie mehrfach, es brennt, es brennt! Nur wenig später kamen Elke und Wolfgang heraus, in Nachtwäsche. Aber die Situation sehr schnell richtig erfassend. Sie blieben angesichts der Lage erstaunlich ruhig. Meine waren absolut keine Spießer, so wie Thomas auch, und hatten schon so einige Spielarten menschlichen Verhaltens erlebt. Sie traten neben Thomas mit gebührendem Abstand zum lohnenden Wagen. Nach kurzem Überlegen meinte Wolfgang, okay, ich fahre mal schnell unser Auto noch ein paar Meter weiter weg zur Sicherheit. Elke eilte derweil in Richtung Haus, um die Feuerwehr zu rufen. Ausgerechnet als Wolfgang den Punkt der größten Annäherung zum brennenden Wagen erreichte, schoss eine Stichflamme aus dem geöffneten Tankdeckel. Es zuckte zusammen, zog ruckartig den Kopf ein und die Schultern hoch. Doch die Flamme war stark aufwärts gerichtet, sie verfehlte ihn deutlich. Äußerlich ungerührt ging Wolfi weiter und setzte den Wagen des Fahrers um. Danach verschwamm Thomas Erinnerung ein wenig. Er saß im Wohnzimmer des Hauses, die Feuerwehr war gekommen. Viel war eigentlich nichts mehr zu tun, der Wagen war komplett ausgebrannt. Natürlich war vorsichtshalber nachgelöscht.
und gesichert worden. Ein Feuerwehrmann hat es versucht, ihn zu befragen, allerdings mit relativ wenig Erfolg. Er war geschockt und verwirrt, zweifelte ernsthaft an seinem Verstand, also an dem, worauf er immer stolz gewesen war. Er war nicht groß, er war nicht stark, seine Eltern nicht arm, aber auch nicht überdurchschnittlich wohnhabend. Aber sein Verstand, sein Intellekt, da hatte er etwas zu bieten, das war ihm immer klar gewesen. Doch er hatte sich nun anscheinend verabschiedet, hatte gezeigt, dass es keine Garantie für seine Anwesenheit gab. Das ängstigte ihn ganz enorm. Das war ein absoluter Tiefpunkt, ein persönlicher Schrecken. In seiner Gegenwart hatte man trotz der späten Stunde seinen Vater angerufen, ihn informiert und insbesondere gefragt, ob dieser Anzeige erstatten wolle. Er wollte nicht. Irgendwie war Thomas damit nicht ganz zufrieden. Er wollte verhaftet, wollte mitgenommen werden, zur Strafe sicherlich, aber vor allem, um andere Menschen und sich selbst vor ihm zu schützen. Die Feuerwehr erklärte sich jedoch klar für nicht zuständig. In einer tragisch-komischen Geste hatte er darauf unzufrieden und verwirrt auf dem Tisch umhergeschaut, dann aus der Obstschale in der Mitte nacheinander aber zügig einige Äpfel, Orangen und Bananen genommen und diese umhergeworfen. Nicht weit und mit sehr mäßiger Wucht immerhin. Dann rief er mehrfach, nehmt mich mit, ich hab sie nicht mehr alle. Ich hab sie nicht mehr alle. Es hatte nichts genutzt. Die Feuerwehr rückte ab. Elke und Wolfgang hatten ihn beruhigt und versichert, sie würden schon aufpassen und alles richtig machen. Es geht noch weiter, aber an der Stelle machen wir einmal eine kleine Pause und dürfen dafür wieder etwas Musik von Jürgen Schäfer hören. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank mal wieder, Jürgen Schäfer. Und nun geht es weiter. Den eigentlichen Tiefpunkt, da habe ich einiges zu vorgelesen gerade. Und jetzt kommen wir zu den Tagen danach. Und das Kapitel heißt Angst und Aufbruch. Die nächsten Tage oder gar Wochen nahm er ein wenig verschwommen war, mechanisch, seelisch und geistig fast wie gelähmt. Doch der Schrecken, der Schock blieb. Eine grundlegende Angst hatte sich seiner bemächtigt. Das war diese Sache, die man in der Arbeit mit Suchtkranken den persönlichen Tiefpunkt nannte. Er wollte seinen Verstand nicht unkontrolliert verlieren, ganz sicher nicht. Es gab Möglichkeiten und Potenziale, er konnte kreativ sein, sich für gute Dinge einsetzen, konnte schreiben, auch wenn das alles in den letzten Jahren zunehmend weniger und immer chaotischer geworden war. Das alles wollte er nicht endgültig verlieren. Langsam kämpfte Thomas sich aus seiner schuldbewussten Depression hervor. Seine Eltern hatten ihn in ihrem Gästezimmer aufgenommen, aber seine kleine Wohnung in der Nähe blieb ungekündigt.
Sie hatten auch ein Gespräch mit dem Sprecher der örtlichen Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes arrangiert, der ihn besucht und einen guten Eindruck gemacht hatte. Er fasste einen Entschluss. Im nahegelegenen Ort Herten gab es die Möglichkeit einer qualifizierten stationären Entgiftung. 3 Wochen statt 2 und mit der Möglichkeit zum Beratungsgesprächen. Anders also als in den üblichen Entzugsstationen in Krankenhäusern, die fast ausschließlich 2 Wochen anboten und stark auf den medizinischen und körperlichen Aspekt konzentriert waren. Er meldete sich dort an und bekam einen Aufnahmetermin. Als es soweit war, aufzubrechen, wollten ihn seine Eltern dorthin fahren. Aber das wollte er nicht. Er wollte sich nicht abliefern lassen. Und er wollte auch seinen selbstgefassten Entschluss symbolisch selbst und allein umsetzen. So bestellte er ein Taxi und begann seinen Weg. Auch ein Buch hatte er dabei im Gepäck. Das war ein einzelner, ein kleiner Lichtblick gewesen. Richtig freuen konnte er sich nicht. Dazu war die Gesamtsituation zu bedrückend für ihn. Aber die Lieferung eines Kartons mit einem Dutzend Buchexemplaren der Anthologie Träume und Arbeit war in sein seelisches Chaos hineingeworfen worden. Der Gauke Verlag hatte tatsächlich einen seiner Texte dafür akzeptiert. Traum ohne Ziel. Nun ist es dunkel und er schleicht wieder einsam durch die Nacht. Wo ist der Anfang? Wo das Ende seines Weges? Trübe flackern die Lichter der Laternen, so auch seine Gedanken. Sie irren durch seinen Geist, der keine Klarheit mehr hat. Verheißungsvoll tanzen die Lichter aus den Fenstern umliegender Häuser. Verspricht ihr magischer Schein Wärme und Geborgenheit? Oder sind es nur Wegweiser am Rande schon seit Ewigkeiten ausgetretener Pfade? Die Reflexe der nassen Straße werfen auf seine Gedanken zurück. Undurchdringlich. Wie frisch und klar die Luft ist, wenn auch das Dunkel den Blick nicht weit dringen lässt. Sein Weg kennt kein Ziel und ist doch noch so weit. Erinnerungen kreisen durch den Nebel an Menschen, auf die er in dieser Stunde gewartet hat, ohne ihnen jemals wirklich begegnet zu sein. Schritt um Schritt durch die Nacht. Ein Sehnen im Herzen, Verzweiflung in der Seele. Asphalt, nass, ein paar Sträucher am
Wegesrand und die Burgen aus Stein, heruntergekommene Träume von Schlössern und Glück rings um die Nacht. Das Dunkel lässt jede Richtung frei. Einen kleinen Nachsatz gibt es noch zu diesem Oma-Thema, bevor wir zum anderen Thema kommen, zu dem Fausten Sozialarbeiter. Und dieses Unterkapitel heißt Zweifel. Es wurde nicht einfach, aber er hielt die 3 Wochen durch. Körperliche Entzugserscheinungen hatte er eigentlich nicht wirklich. Sein Konsum war fast immer recht gemischt gewesen. Alkohol, verschiedene rezeptfreie Medikamente, rezeptpflichtige Pillen, mal weniger, mal etwas mehr, Haschisch und Marihuana. Seelisch aber blieb er verwirrt und schuldbewusst. Unruhe und Nervosität kamen nun hinzu und Schlaflosigkeit. Oft saß er nachts im Aufenthaltsraum, meist allein. Noch öfter schritt er den längsten Gang der Station ab, mit leisen Schritten, hin, zurück, wieder hin, wieder zurück. Draußen war die Nacht. Niemand war zu diesen Uhrzeiten zu sehen. Die Türen waren zu und die Außentüren waren abgeschlossen. Im Bereitschaftszimmer war immer jemand, klar. Und er war noch freiwillig hier. Was würde der Diensthabende tun, wenn er anklopfte und sagen würde, sorry, aber ich kann nicht mehr, ich möchte gehen. Schließen Sie bitte auf. Er würde es wahrscheinlich mit guten Worten formieren. Versuchen, ihn zum Bleiben zu überreden. Eventuell sogar einen richtigen Psychologen herbeitelefonieren, der dasselbe versuchen würde. Aber wenn er eher wortkarg bliebe, höflich, aber bestimmt auf seinem Verlangen bestehen würde, dann mussten sie ihn gehen lassen und würden das auch tun. Die Andeutung eines Lächelns war in seinem Gesicht zu sehen. Er blieb. Danke. So, nun kommen wir zu dem Thema rausgemost, der Faust Sozialarbeiter Deutschlands. Der bin ich, bin es nicht gern, ich bin es nicht freiwillig, aber ich fürchte, ich bin es. Falls es noch andere Fälle wie mich gibt, das ist natürlich auch möglich, aber das wäre eigentlich dann noch schlimmer. Aber ich fange mal an. Thomas Blochknab war am Ende. Er wusste es nur noch nicht.
Es war Montag, der 17.11.2014, 9 Uhr vormittags. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm ein Teil seiner Ehre dauerhaft genommen. Ehre, das war ein altertümlicher Begriff und auch einer, der heutzutage oft mit unguten Dingen in Verbindung gebracht wird. Ehre bedeutet aber ursprünglich schlicht Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch. Er wurde ohne jede Vorwarnung von seinem Arbeitgeber freigestellt unter Fortzahlung der Bezüge. Ausführender dieses Aktes war der Fachbereichsleiter Personal, Herr Peer Schmüd. Letztlich war dieser kein gewöhnlicher Fachbereichsleiter. Anders als in allen anderen Dezernaten stand keine Dezernatsleitung über ihm, beziehungsweise war diese identisch mit der Oberbürgermeisterin, Frau Ella Feste, CDU. Dies wechselte dann aber später zu Frau Dr. Ulla Ruchstein, SPD. Und jetzt auch nicht mehr. Thomas hatte nie eine sogenannte scharfe Missbilligung oder gar eine Abmahnung erhalten. Er war arbeitsfähig, arbeitswillig und breit qualifiziert. Verfügte über Erfahrungen in mehreren Arbeitsbereichen und hatte immer wieder auch Zusatzaufgaben übernommen. Und vor internen und externen Fortbildungen drückte er sich ebenfalls nicht. Im Gegenteil. Neben einigen unfreundlichen Worten und der gezischten Bemerkung, wenn irgend möglich werde man ihn kündigen, erhielt er diese Freistellung auch schriftlich ausgehändigt. Sie war sehr kurz gefasst und über die Gründe wurde in dem Schriftstück keinerlei Angaben gemacht. Das beschränkte Thomas' Möglichkeiten, sich zu wehren, ungemein. Das war ihm sofort klar. Er war aus Überzeugung Sozialarbeiter und er war ebenso von der Maxime gute Arbeit für gutes Geld überzeugt. Nun aber hatte man ihn zum faulsten Sozialarbeiter Deutschlands gemacht. Er schämte sich vor seinen übernasteten Kolleginnen, vor allen steuerzahlenden Menschen und auch vor sich selbst. Das nächste ist das Zitat eines E-Mails, das ich noch an dem Tag noch vom Arbeitsplatz aus, bevor ich ging und gehen musste, geschrieben habe, ein Gedächtnisprotokoll dessen, was mir gerade passiert war. Das habe ich an mich selber nach Hause geschickt und an den Personalrat und ich glaube noch an ein, zwei Personen, um das einfach mal frisch festzuhalten. Und das lese ich jetzt als nächstes. Guten Tag, als ich heute am 17.11.2014 zur Arbeit kam, rief mich kurz darauf mein Abteilungsleiter Herr Tapfert an. Ich habe mich um 8.45 Uhr im Vorzimmer des Fachbereichsleiters von Herrn Peer Schmüd zu melden. Ich wandte mich in aller Eile an Herrn Harald
in Gries vom Personalrat und bat um Hilfe, da Frau Rehwolf kurzfristig nicht erreichbar war. Dieser begleitete mich dann, beschränkte sich allerdings aufs Zuhören. Herr Schmüth teilte mir mit, dass der Fachbereich mich nicht mehr für tragbar halte, anhand verschiedener Vorfälle. Herr Tapfert, mein Abteilungsleiter, wusste übrigens nichts hiervon, wie sich später herausstellte. Die Vorfälle benannte er wie folgt. A. Die Art und Weise, wie ich kürzlich eine Kundgebung zum Thema Hartz IV vor dem Jobcenter Masfingshafen durchgeführt habe und insbesondere die entsprechende Dokumentation im Internet sei geeignet, das Ansehen der Stadtverwaltung nachhaltig zu schädigen. In diesem Zusammenhang weise ich unter anderem darauf hin, dass weder meine genehmigten Kundgebung noch in der Dokumentation erwähnt wurde und erwähnt wird, dass ich Mitarbeiter der Stadtverwaltung Masfingshafen bin. Beim Jobcenter bin ich auch seit Jahren nicht mehr beschäftigt. B. Ich übe seit einiger Zeit eine genehmigte Nebentätigkeit, freiberufliche Tätigkeit, im Bereich Suchtberatung aus. Zuvor war ich von Seiten der Verwaltung auf konkrete Stellen in meinem Internetblog hingewiesen worden, die geändert werden müssen. 2, soweit ich erinnere. Es ging hier darum, dass nicht erkennbar sein dürfe, bei welcher Stadtverwaltung ich arbeite. Dies hatte ich seinerzeit umgehend, circa innerhalb 24 Stunden, selbstverständlich ausgeführt. Herr Schmüth teilte mir nun heute mit, das hätte ich nicht getan und dies sei also verbotene Werbung. Ich kann diesen Vorgang aber schriftlich so belegen, wie von mir geschildert. Übrigens, bis jetzt hatte ich noch keinen einzigen Kunden. Und es trifft, wie gesagt, nicht zu. Ich habe sofort getan, was mir aufgetragen wurde. C. Vor längerer Zeit erreichte alle MitarbeiterInnen die Werbung für ein Stadtteilfest, versandt vom Büro einer Ortsvorsteherin. Ich habe sehr wenig Arbeitsanfall auf meiner derzeitigen Stelle. Daher machte ich mir die Mühe, einige eindeutige Rechtschreibfehler zurückzumelden und auch meinen Eindruck zum verwendeten Foto freundlich zu äußern. Es handelte sich um ein menschenleeres Foto, welches für ein Volksfest warb. Auch auf die Tatsache, dass nicht gegendert worden war, wies ich hin. Da so etwas ja auch Außenwirkung hat, hielt ich es für wichtig und konstruktiv, darauf hinzuweisen. Diese Mühe habe ich mir gern gemacht. Herr Schmüth bezeichnete dies aber als den negativen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.
Übrigens wurde in keinem dieser Fälle mit mir zuvor geredet. Weder bei meinen Vorgesetzten bei 513, noch vom Bereich Personal, noch von sonst jemand. Obwohl alles schon eine ganze Zeit lang her ist. Ich habe im Dienst der Stadtverwaltung seit 1992 noch nie eine Missbilligung oder gar Abmahnung erhalten. Ich bin anerkannter Schwerbehinderter, habe oft zusätzliche Ehrenämter übernommen, zum Beispiel beim Lösch- und Ordnungsdienst, als Wahlhelfer und als Suchtkrankenhelfer. Mit Mühe gelang es mir, die Erlaubnis zu bekommen, meine persönlichen Dinge zuvor noch einzupacken. Mit Vehemenz in der Stimme kündigte Herr Schmüß mir an, wenn es nur irgendeine Möglichkeit gäbe, mich zu kündigen, werde man dies tun. Er entließ mich nach dem Gespräch unter Aufsicht eines anderen Mitarbeiters, Herrn Fasig Wegfina, zu meinem Arbeitsplatz, da ich mit sofortiger Wirkung freigestellt unter Fortzahlung der Bezüge sei. Nach dem Zusammenpacken hatte ich dann Schlüssel und Stechkarte gegen Unterschrift abzugeben und das Gelände umgehend zu verlassen. Die Freistellung wurde mir in knapper Form auch schriftlich ausgehändigt, allerdings waren dort keinerlei Gründe angegeben. Ich bin sehr erschüttert. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Blochknab, M.A. Also abgeführt wie ein Verbrecher. Der letzte Teil hierzu ist etliche Seiten später im Buch. Es sind dazwischen noch einige sehr seltsame und unangenehme Anekdoten, die ich aber hier jetzt nicht alle verlesen kann, ist klar. Daher gehe ich jetzt einen ganzen Schritt weiter und lese noch etwas Abschließendes. Von seinem Arbeitgeber hörte Thomas Blochknab zunehmend weniger. Er hätte frühzeitig in Rente gehen können. Und tatsächlich war er zweimal aufgefordert worden, dies doch zu tun. Er sah jedoch darin keine Vorteile für sich und lehnte das ab. Richtig, er bekam sein Geld für nichts. Aber dafür konnte er nichts. Er war qualifiziert, erfahren, willig und arbeitsfähig. Frühzeitig auszusteigen, hätte nicht nur die Rentenhöhe dauerhaft gemindert. Sein Gehalt wäre nicht mehr gezahlt worden. Dieses aber konnte er für kreative und soziale Zwecke einsetzen. Und ganz tief drin hatte er ja auch immer noch die irrationale Hoffnung, eines Tages rehabilitiert zu werden. Der Mensch erträumt, solange er lebt. Selbst als so manche in der Verwaltung unter den Corona-Verhältnissen litten, versuchte man nicht, auf ihn zurückzugreifen. Er hatte aus erster Hand erfahren, dass MitarbeiterInnen sich durchaus regelrecht genötigt fühlten, zeitweise in andere Bereiche zu wechseln. Die verschiedenen Aspekten der Corona-Bekämpfung dienten. Ob sie das selbst wollten oder ob sie gesundheitlich überhaupt dazu in der Lage waren, schien dabei nicht wirklich interessant zu sein. Traurig.
jemand hatte einmal versucht, Thomas zu trösten. Mit der Formulierung, er sei halt ein voll finanzierter Aktivist. Das half. Aber nur ein wenig. Er war kein Mathematiker oder Lohnbuchhalter. Überschlägig konnte er den Schaden aber wohl einschätzen. Berechnete er seinen Durchschnittslohn netto für 8 Jahre, kam er auf etwa 288.000 Euro. Brutto kostete er aber mehr. Nahm man da nur etwa 20% an, kamen gut 345.000 Euro zusammen. Nahm man weiterhin an, dass es in jener der 80 deutschen Großstädte auch nur einen Fall gab, der ihm gleich oder ähnlich war, ergab sich eine doch nicht unbeachtliche Summe. 27,6 Millionen Euro, um genau zu sein. Und dafür muss eine alte Frau bekannterweise ja nun doch ziemlich lange stricken. Vielen Dank.